ihr Hübschen, wir legen los. Ihr habt gesehen, hier ist mein Blumenkohl. Ja, also wundert euch nicht, manchmal sage ich Brokkoli, aber ich meine Blumenkohl. Habt ihr gesehen, habe ich auseinander gemacht. Nicht zu groß, nicht zu klein. Einfach schön auseinander wursteln. Ja? Hier ist mein Öl. Öl ist bitte ganz wichtig, weil das ist jetzt auch hier unser Kleber. Das ist bei mir ein Olivenöl, aber ihr könnt natürlich auch einen anderen Geschmack Öl nehmen. Ganz wichtig auch hier meine Gewürze. Knoblauch, bisschen Kräuter, dann nehmt ihr die Kräuter, die ihr gerne mögt. Paprika, Salz und Kurkuma. Habt ihr keinen Kurkuma, mögt ihr es nicht, ihr könnt auch super Curry nehmen. Oder auch einfach etwas weglassen. Was ich jetzt mache, alles hier rein, Deckel zu und dann wird das jetzt schön einmal gut durchgemischt. So, fertig ist es. Alles ist hier schön durchgemischt. Ihr könnt natürlich auch anstatt frischen Knoblauch, Knoblauchpulver geben. Ich hatte jetzt halt leider keinen da. Ich habe halt jetzt Knoblauch reingerieben. Aber wie gesagt, hier gibt es kein Falsch. Mögt ihr was nicht, weglassen. Jetzt kommt das Ganze einfach hier schön alles auch rausholen auf ein Backblech. Der Ofen ist auch schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und dann werden wir jetzt schön lange gebacken. Ich mache immer mal ein Stäbchenprobe, also ein Piekserprobe und gucke, ob die gar sind. Ja? Die sollen aber noch bissfest sein. Was ich aber jetzt mache, ist trotzdem noch ein bisschen Öl, einfach hier nochmal so ein bisschen drauf träufeln. Ja, weil durch das Öl und durch das Backen, so, das war es auch schön. War es auch schon. So, wie gesagt, das kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen, 200 Grad. Ich melde mich dann, wie lange es bei mir gedauert hat, aber da müsst ihr schauen, jeder Ofen backt natürlich anders. Also geht ein bisschen nach Gefühl und immer könnt ihr ja mal eins rausnehmen, probieren. So, ich habe gerade mein Blech rausgeholt. Können wir mal darüber sprechen, wie wunderschön lecker das hier aussieht? Und das ist ganz einfacher Blumenkohl. Einfacher Blumenkohl, diese Gewürze mit dem Öl, mit dem Knoblauch, ein Traum. Ich habe vorhin einen rausgeholt, probiert, perfekt. Perfekt, schaut mal. Mega. Sorry. Ich lasse es jetzt abkühlen und dann kann man sofort essen. Dazu ein Joghurt-Dip. Sour Cream, was ihr wollt. Ein Traum, ein Traum. Und in der Kombi, glaubt mir, eure Kids werden es lieben. Also meine Kinder lieben es. Sehr lecker, sehr gesund. Und es ist Low Carb und vegan. Schaut euch das mal an. Dazu habe ich jetzt schnell einen Joghurt-Dip gemacht. Einen veganen, mit veganem Joghurt. Sehr lecker. Aber ihr könnt natürlich auch, egal was ihr mögt, nehmen. Sour Cream, Joghurt, was ihr wollt. Ein Traum. Die sind so lecker. Ihr nehmt euch dann ein Stück und tunkt das einmal in die Soße und so wird es gegessen. Perfekt zur Beilage, zu anderem tollen Gericht, aber ich finde auch einfach mal so zum Snacken, anstatt fettige Chips auf die Couch, macht ihr euch was Gesundes, könnt ihr euch hinsetzen, macht euch einen schönen Abend und habt ihr was Gesundes zum Naschen. Sehr, sehr lecker. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen, bleibt mir alle gesund und munter.